Genau, und da freue ich mich doch wieder heute Morgen am Freitag, Markus, ne? 9 Uhr, das haben wir uns jetzt vorgenommen, regelmäßig, unregelmäßig eine kleine Session zu machen, so gefühlte 15 Minuten, um mal über die tagesaktuellen und strategischen und auch tiefoperativen Themen dieser HR-Welt zu sprechen. Guten Morgen, lieber Markus. Ralf, guten Morgen, freue mich. Ja, also vor allem freue ich mich deswegen, weil du bist ja zum einen seit auch gefühlten 20 Jahren ein nicht nur erfahrener Blogger, sondern eben auch jemand aus der Praxis. Das ist das Gute. Das heißt, du weißt genau, wovon du sprichst, denn aktuell bist du Group Head of, ich muss es ablesen, Group of Human Resources bei Universal Investment. Magst du kurz sagen, Genau. was macht man dort? Wer ist Universal Investment? Wir sind eine Firma, die die Fonds auflegt und verwaltet. Wir haben 2000 Mitarbeiter, sind in 7 Ländern aktiv und versuchen als Marktführer in Europa auch den Schritt dann in die Internationalität zu machen. Und das ist meine Aufgabe als Personalleiter. Ich habe ein recht großes Team, was auch verteilt ist auf verschiedene Länder in der typischen Dave-Ulrich-Aufstellung. Und natürlich beschäftige ich mich dort auch mit Themen, wie kann man denn die Digitalisierung nutzen als eine der 5 Herausforderungen unserer Zeit, um bessere Personalarbeit zu machen? Das ist ein gutes Stichwort und darüber wollen wir gleich direkt reden, nämlich eine Facette der Digitalisierung. Jetzt endlich mal nach, ich weiß nicht, wie oft diese Sau durchs Dorf getrieben wurde, künstliche Intelligenz. Ne? Ja. Bis dato algorithmenbasierter Mist. Jetzt aber auf einmal, boah, ChatGPT in aller Munde, Google-Vorstände werden in die Zentrale zurückberufen, nach dem Motto, oh, wir müssen da was tun. Alle User wandern ab. Vielleicht magst du uns ein bisschen aufschlauen, was das mit dem Thema ChatGPT? Ich habe gestern hab ich auch einen Call gehabt, da sagt er das Wort wirklich, ja, also was ist denn das da mit dem ChatGPT? So und so. Dachte ich, okay, ist noch nicht so ganz angekommen, das Thema, aber es ist ja übergreifender künstliche Intelligenz. Was bedeutet das für die Personalarbeit? Ich glaube, es ist ein fundamentaler Wandel. Also zum einen sind wir in der Situation, dass wir erkennen, neben der Digitalisierung, dass wir uns eben mit Diversity, mit Demografie, mit Führung und mit Kultur auseinandersetzen müssen. Das sind so die Top 5 Herausforderungen unserer Zeit. Und bei Digitalisierung waren wir eigentlich, glaube ich, oft der Meinung, das reicht, eine Online-Stellenanzeige zu schalten und eine Karriere-Website zu haben und ein Applicant-Tracking-System dahinter, wo sich Bewerber dann bewerben können. Dann kommen in der Personalwelt halt immer mal so Säue durchs Dorf getrieben, wie zum Beispiel das Unternehmen jetzt auf das Anschreiben verzichten oder dass man versucht, digitaler zu werden in den Abläufen. Also du siehst, wir leben immer noch in so einer alten Welt und jetzt kommt etwas um die Ecke, was für die meisten Leute eben nicht abstrakt ist, wie der War for Talent. Also über Demografie reden wir seit 1997. Es ist klar, in welche Situation wir reingesteuert sind jetzt. Das war für keinen Personaler eine Überraschung, aber für die meisten Unternehmen ist es eine, weil sie sagen, ah ja, hier, ich habe so viele offene Stellen und Vakanzen, was läuft denn da nicht? Und dann merkst du auf einmal, okay, da kommt was, was man aber vorher gesehen hat. Also diese Planbarkeit von Statistik, die ist für viele halt eine Überraschung gewesen. Und jetzt kommt was um die Ecke, was genauso greifbar ist wie der aktuelle War for Talent, den wir aber schon seit 1997 mit guten Statistiken und dieser Studie von McKinsey, aus der dann dieses Buch War for Talent geworden ist, herauskennen. Jetzt kommt ChatGPT von OpenAI. Das ist ein Deep Learning System, was in Echtzeit eigenständige Texte generieren kann, die menschliche Denk- und Argumentationsmuster abbildet. Und ich habe mir selbst den Spaß gemacht und habe dann einfach mal den Auftrag eingetragen, schreibt mir eine Bewerbung als Personalleiter. Komm, Und da das kommt ein machen wir mal. Anschreiben. Komm, das machen wir mal gleich. So, live in der Farbe. Komm, da hauen wir mal einen raus. Ja, wirklich, Ja. also mit dem Thema, also Employer Branding und Recruiting und War for Talent, ist ja wie Weihnachten, ne? So völlig überraschend. Oh, 24 ist Ja. Weihnachten. Und also ich meine, du predigst das ja auch schon seit gefühlten 10 Jahren. Irgendwie das, ja, Länger, noch länger. länger, noch länger. Sehr schön. So, ich habe da mal was aufgerufen. Ich hoffe, du siehst den Bildschirm Ja. unserer, das So, und das ChatGPT bei euch System, da. das ist ein angelsächsisches System, aber trotzdem beherrscht es die deutsche Sprache und du kannst jetzt einfach auf Deutsch deinen Wunsch eintragen. Zum Ja, komm, Beispiel, schreib mir eine Bewerbung als Personalleiter. ich hab da eine andere Idee, weil ich glaube, da habe ich einen größeren Bedarf. Schreibe ich mir eine Bewerbung als so mal, Bundeskanzler für Deutschland.
könnte auch Außenminister schreiben oder ja, vielleicht sogar, was haben wir denn noch so aus? Ich glaube, Außenminister, glaube ich, hätte ich ganz großen Bedarf. So, gucken wir mal, was ChatGPT sagt. Ne? Also wenn ich jetzt hier mal als Bundeskanzler. Wir können auch gleich Personalleiter, Leiterin machen. Ich weiß gar nicht, männlich, weiblich, divers. Ich glaube, das ist jetzt ChatGPT egal. Ja, also gucken wir mal, was man so als Bundeskanzler mitbringen muss an Erfahrung. Ja, aber das ist jetzt schon, okay, was ist jetzt das Neue? Ich hätte es ja das auch bei Google machen können. Wenn ich das aber da schreibe, dann können wir mal parallel machen. Dann kommt ja. Ja, Ne? also Google kann es aktuell noch nicht. Also die künstliche Intelligenz dahinter ist eben, dass eigenständige Texte generiert werden, die im Kontext und im Syntax sind. Und wenn ich meinen Auftrag, die Bewerbung als Personalleiter betrachte, da ist auch weiblich-männlich berücksichtigt. Und die Texte sind gut. Also wenn du dir den Text jetzt auch durchliest, deine Bewerbung als Bundeskanzler, das ist ein vernünftiges Anschreiben. Das kannst du in deine E-Mail packen oder kannst du in das Bewerber-Tracking-System eintragen. Ich finde, das ist alles passend. Ja, Also da würde jetzt kein Personaler zucken. das mache ich gleich mal. Ich hau die gleich mal raus an das Bundeskanzleramt, mal gucken, was passiert. Aber tatsächlich jetzt noch für unsere HRler da draußen, hauen wir noch mal einen raus. Dann gehen wir auf HR Networks, so das beste Portal auf dieser Welt. Und da gehe ich dann mal in den Jobbereich rein. Und dann hast du nämlich noch was gemacht. Jetzt suchen wir uns mal eine Stelle aus und nämlich tatsächlich jetzt, wenn ich mich mal bewerben möchte, auf eine ganz konkrete Stelle. Ich würde mal sagen, ich scrolle mal so ein bisschen durch, guck mal, was hier so. Michael Page, was heißt von Michael Page? Für den, Für die die Bewerbung. mittleren Senioritäten vernünftige Sachen. Ja, nimm sie mal. Komm, nehme ich mal. Okay, so klicke ich jetzt drauf und lande jetzt wie Wunder bei StepStone. So, und jetzt nehme ich diesen Link. Und was können wir jetzt machen? Was wäre jetzt so deine Idee? Also du kannst jetzt eine neue Anfrage generieren. Momentan bist du im Chat für die alte Anfrage. Also du kannst jetzt das, was Genau. der Chat-GPT erzeugt hat, das kannst du dann noch verfeinern, kannst sagen, bitte mach es konkreter oder wie auch immer. Und dann kriegst du eine weitere Version davon. Machst jetzt einfach eine neue Anfrage, dann postest du jetzt die Aufforderung rein, schreib mir eine Bewerbung für diese Stelle und kopierst den Link dort hinein. Genau. So, Also ChatGPT ist das, also. was ChatGPT nicht macht, ist die Inhalte des Links auslesen. Okay, ich habe wahrscheinlich falsch geschrieben. Ne? Man muss schon sehr speziell das schreiben, Ja, nicht? es muss schon klar sein, ja. Also so Stop Generating und dann muss man es nochmal wieder neu machen. Ich meine, einfach mal einen neuen Chat. Auch besser ist das wahrscheinlich. Ja, kannst schreiben. Schreib mir eine Bewerbung für diese Stelle hier und postest die rein. Schreibe mir. Wo könnte man das jetzt noch einsetzen? Wenn ich das hier so schreibe, was hättest du noch so für Ideen? Was für Fälle könnte ich jetzt den ChatGPT für die HR-Arbeit gebrauchen? Also du musst dich eigentlich jetzt lösen von diesem Frontend. Das Frontend ist einfach nur ein haptisches Beispiel, was man machen kann. Wenn du mal schaust, für was kann ich denn die Technologie dahinter einsetzen? Die Technologie dahinter, also diese künstliche Intelligenz, die kann uns unterstützen bei unserem kompletten Personalmarketing. Also wenn ich auf Social Media Job-Ads aussteuere, kann ich die optimieren. Ich kann zur optimalen Anzeigengestaltung mir Informationen sammeln und kann versuchen, auch meine Stellenanzeigen dynamisch auf die Zielgruppe hinauszusteuern. Ich kann den Chatbot, so wie er hier ist, auch als eigenständigen Chatbot in der Stellenanzeige selbst verwenden, um die ersten Fragen zu beantworten. Ich kann meine Stellenanzeige selbst viel effizienter gestalten, weil ich eben Interaktionsmöglichkeiten einbauen kann. Ich kann eine Vereinfachung von Testverfahren in der Personalauswahl mit einbauen. Ich kann Auswertung von Interviews durch Software-Tools verbessern. Ich kann eine Vorauswahl aus Bewerbungen treffen. Ich kann Stellengesuche-Datenbanken mit Bedarfen abgleichen. Also wir haben ja jetzt nicht nur ChatGPT, das ist wahrscheinlich momentan das Populärste, über das man reden kann, aber es gibt ja noch viel, viele andere Plattformen. Also wenn du dir LoopCV anschaust oder LogOn, das ist für Unternehmen mit Sicherheit ein spannendes Ding. Da lade ich meine Stellenbeschreibung in das System hoch und 24 Stunden später bekomme ich eine Shortlist von Kandidaten aus Stellengesuche-Datenbanken, die auf meine Skills, die in der Stellenbeschreibung genannt sind, passen. Also Krass. ich hab unzählige Möglichkeiten, gerade auch mein Active Sourcing dort zu verbessern.
meine Abläufe zu automatisieren. Das geht halt weit darüber hinaus, dass ein Bewerber eine automatische Eingangsbestätigung bekommt. Also wir fangen jetzt an, in dieser Zeit 2023 fortfolgend, die künstliche Intelligenz viel intensiver nutzbar zu machen. Wahnsinn, das geht voran. Und wenn ich jetzt also nicht bei Michael Page arbeiten möchte, beziehungsweise ich möchte noch mal sehen, wen gibt es da noch, kann ich wahrscheinlich jetzt hier reinschreiben, zeige mir. Das ist schon abgefahren, oder? Tjalf, du bist stumm. Oh, stumm ist nicht gut. Ich glaube, je intelligenter man die Frage stellt und je mehr man ChatGPT fordert, desto intelligenter werden auch die Antworten. Also meistens ist ja das Problem bekanntermaßen vor dem Rechner, ja, oder? Ja, aber du siehst, welche Möglichkeiten dahinter stehen, dass ist eine völlig neue Ära. Also wenn ich noch mal so an früher denke, deswegen hatte ich eingangs dieses Beispiel der Anschreiben benutzt. Ich finde, das Anschreiben ist weiterhin ein wichtiges Element in der Bewerbung. Es soll aber der Kandidat entscheiden, ob er eins nutzt, zum Beispiel als Motivationsbegründung, oder ob er es weglassen möchte, weil es ihm zu aufwendig ist und er nicht weiß, was er damit erklären soll. Das will ich aber als Arbeitgeber gar nicht vorgeben. Aber wir haben ja Hiring Manager, also der Recruiter trifft ja keine Personalentscheidung, das machen ja dann diejenigen aus den Fachbereichen. Und die haben noch so ein tradiertes Bild, wenn Rechtschreibfehler in Anschreiben sind, dann bekommt dieser Kandidat einen Malus. So war vor 40 Jahren schon die Personalauswahl, sie ist in weiten Teilen auch heute noch so, dass ich auf solche Dinge schaue. Und jetzt kommt eine künstliche Intelligenz um die Ecke, die eben für jedermann nutzbar ist, wo ich mir auch gut anschreiben, texten lassen kann. Also muss man sich ja die Frage stellen, wenn ich schon dysfunktionale Kriterien nutze in den Unternehmen, um Personal zu selektieren, also diese ABC-Klassifizierung zu machen, und da kommt jetzt künstliche Intelligenz, dann wird ja mein dysfunktionales Kriterium für die Personalauswahl noch mal lächerlicher, weil ich prüfe ja Dinge, die gar keine Aussagemöglichkeit zulassen, weil sie eben nicht selbst geschrieben sind, sondern es hat eine künstliche Intelligenz geschrieben. Und wenn du jetzt zwar weiterschaust, und da reden wir nicht mehr über viele Jahre, sondern eher über Monate, dann werden auch große E-Mail-Anbieter wie Google Mail als Beispiel genau diese Funktionalität in ihren E-Mails einsetzen. Hast du ja heute schon mit Smart Reply, also gerade bei englischen Texten, bekommst du eine englische E-Mail, dann hast du kontextsensitiv die Möglichkeit, per Knopfdruck Smart Replies zu wählen, die du in deine Antwort einbauen kannst. Krass. Ich glaube, das müssen wir nächstes Mal uns mal anschauen. Ja, also die Frage ist natürlich, wo führt das hin, ne, Markus? Also wahrscheinlich nach Ende des Tages, wenn mit ChatGPTs sich unterhalten, also Bewerber mit Ja, Arbeitgeber. mein guter Bekannter Jo Dirks, der sagte immer, das ist das Rattenrennen der Bewerber. Also irgendwann hast du im Recruiting halt den einen oder anderen, der vorne liegt. Wenn Unternehmen anfangen, Automatisierung und künstliche Intelligenz zu nutzen, werden das Bewerber ganz genauso tun. Für mich ist das aber eine willkommene Situation, weil dann kannst du sagen, ihr diskutiert halt über Dinge, die gar nicht relevant sind, um jemanden in der Eignung und der kulturellen Passung zu beurteilen. Es geht ja darum, welche Performance-Wahrscheinlichkeit hat eine Kandidatin oder ein Kandidat für die Stelle, die ich zu besetzen habe. Und wir kümmern uns halt immer noch um Biografie und Noten, was keinerlei Aussagefähigkeit für zukünftige Performance zulässt. Und wir drehen uns um Kriterien wie Rechtschreibfehler und Seniorität, Loyalität zum Arbeitgeber, wie lange war jemand bei seinen letzten oder den letzten Arbeitgebern, das sind alles Kriterien, die haben mit der beruflichen und der kulturellen Passung überhaupt nichts zu tun. Und vielleicht ist es ja jetzt ein willkommener Anlass, auch den Hiring Manager mal zu erklären, ihr nutzt halt Kriterien wie Bauchgefühl, was ja nicht tendenziell falsch ist, aber als alleiniges Kriterium halt völlig falsch ist, weil ich mit Unconscious Bias eben nie klar auf den Kandidaten schaue, sondern immer durch meine Routinen und Filter.
Aber so eine Diskussion finde ich willkommen. Also man kann einfach sagen, hier müsst euch jetzt auf eine teilstrukturierte und auf mehr eignungsdiagnostische Elemente verlassen bei der Auswahl von Kandidatinnen und Kandidaten. Vielleicht dann zum Abschluss noch eben genau das andere, was immer diskutiert wird. Oh, jetzt ist künstliche Intelligenz da. Das heißt, wir werden jetzt demnächst alle unsere Jobs los. Und dann sagen, nee, ganz im Gegenteil. Jetzt könnt ihr ja nicht mal das machen, was ihr wollt. Wie ist denn deine Haltung dazu? Nee, ich glaube, dass gerade in der Personalerwelt zählt halt noch die operative Arbeitsdrohne. Also es geht immer darum, irgendwie die Sachen zu erledigen. Das ist alles transaktional getrieben. Und wir müssen aber als Personalabteilung transformational im Unternehmen agieren. Also wir müssen den Wandel und die kontinuierliche Weiterentwicklung unterstützen und steuern. Und das können wir halt nicht, wenn wir bis zum Ellbogen in der Ölwanne stecken. Also wir müssen halt rauskommen aus diesen operativen Dingen. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz wird uns dabei unterstützen, genau diesen Freiraum zu haben, um dann diese Zeit besser zu nutzen. Großartig, das sagt Markus K. Reif zu dem Thema künstliche Intelligenz. Vielen Dank, lieber Markus. Gerne, Tjalf. Ciao.